Ajo, was geht ab, Freunde? Ich am Start für euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Elden Ring. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, weiter geht's. Wir haben mit dem Spiel gestartet und ja, gucken wir mal, wie es heute weitergeht, wo wir weiterkommen können in der Theorie. Und ja, dass wir, sage ich mal, den einen oder anderen Boss niedermähen. Auf entspannt. Und ja. Da würde ich sagen, gehen wir nach oben, mal gucken, was da oben ist. Ich glaube aber, da ist nur das eine, wo ich schon gewesen bin, wenn ich mich nicht täusche, oder? Nee. Nee. Das ist was ganz Neues. Das ist ein ganz neues Gebiet. Okay, warte mal, da unten ist was Schönes. Ach, Digga. Nice. Da haben wir ein schönes Item. Fantastisch. Was haben wir denn hier Schönes? Das geht abgesehen. Okay, ein paar Wurfmesser. Dann, stimmt. Wenn ich das jetzt hier aktiviere, kommen wir als nächstes. Genau, wir sind sozusagen komplett außen rum gelaufen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Boss. Genau. So war das richtig. Okay, alles klar. Mighty Dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Junge, ist er hässlich. Das ist so heftig, wie hässlich er ist. Alter Schwede. Oh, Junge, willst du mich verarschen? Okay, warte, ich muss erst mal gucken, wie der überhaupt reagiert. Oh oh. Gut, das wird nicht schlecht, das wird nicht schlecht. Ah, shit, Digga. Oh, du Hund. Komm her. Was ist mit dir verkehrt? Junge, bist du behindert, Alter? Was machst du, Cousin? Der hackt sich seinen eigenen Scheiß ab. Digga, ich werd doch bekloppt. Oder mit dir stimmt aber etwas ganz gewaltig nicht, ne? Kann das sein? Was machst du da, Digga? Der Finger hat einfach einen Drachen, Digga. Gottes Willen, ich fick mein Leben. Bruder, bist du hässlich. Boah, guck mal, die Augenhöhlen, die sind leer, Digga. Na super. Er fickt meinen Arsch jetzt. Er wird so meinen Arsch ficken. Alter Schwede.
Oh. Abi. Ei. Ah, fuck. Nein. Treff ihn doch, Habibi. Was machst du? Komm, wir haben Gisch. Komm schon. Let's go. Komm. Let's go. Jetzt nochmal. Und. Selimski Menjek, Alter. So, sehr schön haben wir es geschafft. Okay, alles klar. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmente erhaltet, ihre Kräfte von, ihr könnt dieses jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lässt die Beschreibung der großen Rune, um herauszufinden, welche heilige... Aha. Galdricks große Rune, perfekt. Echo des Verpflanzten. Okay, interessant. Dann haben wir diesen Menü erwischt. Was ist hinter der Tür? Salam alaikum. Ein Thron. Ist aber ein großer Thron, Alter. Also der Typ muss echt fett gewesen sein. Jetzt erstmal links und rechts, warte, gehen wir mal nach links. Gucken, was wir hier Schönes haben. Warte mal, ich hab hier doch. Ein vernünftiges Schild. Schon angenehmer. So. Warte. Lass mich hier runter. Was ist das? Was bist du? Okay. Interessante Position. Erzähl mir mehr davon. Ah, hier geht's hoch. Hier geht's, glaube ich. Guck mal, Speicherpunkt. Raus in die Natur. Seenland. So. Erstmal Dings. Warte, lass mal erstmal das machen hier. Very well. Let my hand rest. Dann gehen wir mal mit der mit. Ich glaube, der will uns irgendwas zeigen. Aber da wir den Boss jetzt besiegt haben, können wir da auf jeden Fall easy entspannt annehmen. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Builds ausgesucht auf YouTube, die ich mir angucken würde, dann würde ich mal hier die Wege ebenfalls einschlagen wie in den Tutorials, da würde ich mir ein bisschen krassere Ausrüstung besorgen. In der Tafel, was in der Tafelrund fest, da versammeln sich Befleckte in der führenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt an diesem Ort. Das Symbol der Tafel zeigt, dass diese Frieden noch hält. Sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur durch Schnellreisen über den Ort. Aha. Verstehe. Was ist hier alles? Das ist wie ein Feuerbahnschrein, ne? By the honor of one's... By the way, if she's my servant, take your eyes off her for but a moment and she's good as gold if you find her. Mach ich. Greetings. My name is Roderica. Isn't this place in the Round Table Hold? I never knew, although I'm still looking. Warte, hier gibt's doch safe irgendjemand, der irgendwas verkauft, oder? Du verkaufst was. Your new face. No, ja, genau. Lay out your arm. Waffe verstärken? Ich hab eins, okay. Also Nahkampfwaffen? Ah ne, das ist nur... Mit der Kriegsasche-Menü könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen verleihen. Eine Waffe kann nur einen Talent
Alle wegen verloren, okay. Warte, genau richtig. Hier ist die ganze Kriegsasche, Digga. Was macht das? Vertigo Chikatana. Also guck mal, das verändert hier die Werte. Ja komm, machen wir hier eine Vertige. Kriegsasche kann ich duplizieren, wenn ich möchte. Okay. Gut, alles klar. Warte mal. Okay, ich kann hier gar nicht kämpfen, verstehe. Verstehe, verstehe. Ich gehe, Schwester. Okay. Hast du irgendwas zu verkaufen oder so? Halten lassen. Okay. Was ist los, Schwester? Segen des... Okay. Danke vielmals, Schwester, danke vielmals. Ich lasse mich aber nur von meiner Mama so kuscheln, dementsprechend ein bisschen ungewohnt. So. Aber wie man so schon sagt, Liebe braucht jeder Mensch. So, gibt es hier irgendwas zu verkaufen, also zu kaufen oder verkaufen? Hat hier irgendjemand einen Shop oder sowas? Also ich stand hier. Da kann ich doch gar nicht rein, oder? Nee, da kann ich doch gar nicht rein. Ja, hier ist auch nichts mehr. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Gehen wir mal, gehen wir mal. Warte mal, hier sind aber noch ein paar. Oh shit. Jetzt bin ich hier gelandet. Wo bin ich hier? Was ist das hier? Bist du Stress? Sieht so aus. Okay. Willst du kämpfen, Abibi? Oh oh. Fuck. Ja, Selim, willst du mich verarschen? Ach, Digga. Der fickt mich ja komplett. Oh, Junge. Der kann sich heilen und so? Das gibt's doch nicht. Warum kann ich nicht parieren, Digga? Ich kann ihn nicht parieren, das ist voll scheiße. Boah, na warte. Nein, 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 nein. Oh oh. Und? Wer bist du, ja? Selim.
Wer bist du? Spötterzunge. Ja, Kelp. Ja, gerne. Wer bist du? Ja, Team, wer bist du? Wer bist du? Ja, Selmi. So, perfekt. Okay, alles klar. Dann haben wir den auch geklatscht. Stufenaufstieg verlassen, Truhe sortieren, Zauberlernen, Karte. Ah, jetzt bin ich hier, verstehe. Seeklippe. Da, was hier, wo ich hin musste? Beziehungsweise wo ich komme? Schauen wir gleich mal nach. So. Ja, ich glaube, das war's. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Was ist das hier? Heilige Träne. Okay. Run übrig, ob ihr glaubt oder nicht, hast du mir auch was zu verkaufen? Der Zauber. Korrekt, nehmen wir mit. Zauber ist immer gut. So. Nee, das arme Eichhörnchen lassen wir mal beiseite. Gehen wir mal hier runter. Warte mal, hier sind Materialien. Nimmst du mit? Warte mal hier, was ist das hier für Gebiet? Sieht interessant aus. Freund oder Feind? Das ist ein Feind. Digga, das Schild ist ja voll scheiße, Digga. Das Schild ist ja maximal Müll. Ja, moin. Verpiss dich. Die Hunde. Tschüss. Sehr schön. Nehmen wir mal alles mit, was hier liegt. Ein Handbuch. Schau ich mir auch gleich an. Ey, Cousin, was geht ab? Ich glaube, du hast ein bisschen was übersehen, ne? Kann das sein? Okay. Noch einer. Aua. Nice. Dann geht's hier ab. Ah, wenn ich R3 verstehe, okay. Eh, erstmal noch ein bisschen mit den Mechaniken klarkommen. So. Hab ich hier einen Wegpunkt? Bist du. Ich glaube, du bist Kollege, ne? Kaufen, geil. Das ist, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Handwerksrepertoire. Ah, verstehe. Laterne. Ein vernünftiges Schild. Nehmen wir ein paar Dinger mit. Korrekt. Sehr korrekt. An Orten der Gnade könnt ihr was Anrufungen und Zauberei erlernen. Ah, geil, warte. Stimmt hier, warte mal kurz. Wir haben jetzt Zauber. Da können wir ein bisschen was hier machen. Warte mal, Truhe, sortieren mal den ganzen. Den ganzen Krams, den ich brauche, erstmal wegpacken. Ja, ist alles weg, Müll. Oh, warte, ich versuche das mal mitzunehmen. Verbessert Abwehrkonto, okay, geil. Zauberei, genau.
Warum kann ich nur zwei? Das ist assi. Verstehe, okay, geil. Ah. Und das hier? Okay, geil. Geil, geil, geil. Dann, okay, dann haben wir das gemacht. Dann machen wir so. Ist ja korrekt, Alter. Ist ja echt wild. Dann schauen wir mal. Eine Lampe. Das ist ein Gegner. Was geht, Cousin? Was geht, Cousin? Irgendwelche Kristalle, gibt mir aber nichts. Geh kaputt. Danke. Okay, geil, Alter. Na, schauen wir uns hier ein bisschen um. Boah, wild. Wild, wild, wild. Oh, oh. Er mit euch, ihr Hunde. Kleinen Fickfehler. Korrekt, Stück Karte. Dann sehen wir hier, was so abgeht. Tschüss, guck das mal. Das ist ja wild. Wer bist du? Das sind auch irgendwelche Zwiebelfiecher. Weg mit euch. Da ist ein Wirbelwind. Ah. Korrekt, Alter. Tschüss. Was ist hier? Untersuchen. Siegelgefängnis betreten. Gerne. Was ist das? Ist es ein Bossfight? Ja. Hallo. Oh mein Gott. Okay, der kann sich auch heilen. Oh mein Gott. Du Hund. Da hör auf zu springen, du fetter Menü, Alter. Let's go, du Hund. Was kriege ich von ihm? Flamme des grausamen Gottes. Huuuhuuu, Pyromantie. Das ist ja wild. Okay, geil, das gibt's auch. Wusste ich gar nicht. Da sieht man, wie wenig ich das Game gezockt habe. Also wirklich nur so 10, 12 Stunden. Absolut gar nichts. Einfach so ein Metallding, Digga, fett. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was hier noch so abgeht. Was ist das denn? Was seid ihr denn für Viecher? Was bist du denn, du Hundesohn?
Oh mein Gott. Lass mal hier gucken, was ist hier noch? Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Hier geht's weiter, hier geht's weiter, hier runter geht's weiter. Goldschimmender Code, ja geil, Alter. Kacke, die Gold bemalen ist im wahrsten Sinne. Okay. Was geht, Jungs? Alles fresh? Was habt ihr für ein Opferlager hier? Okay. Oh oh. Ja, das Ding ist halt geil, Digga. Also du triffst halt so viel auf einmal damit. Halleluja. Gebet. Okay, nochmal irgendwas Schlüsselartiges. Ey, Cousin. Was geht ab bei dir? Tschüss. So. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, ist geil, Alter. Erstmal so vieles erkunden, einfach um zu gucken, was wo ist. Das ist schon was Wildes. Da kannst du ja wirklich viel so gucken. Was haben wir hier noch? Hier ist auf jeden Fall Ende des Weges, das kann ich dir schon mal sagen. Du verpiss dich. Lass mal hier so runterlaufen, mal gucken, was hier noch so ist. Ey, die Kühe, Alter. Die ganzen Kuhficker. Der verwunschene Wald aus Zwiebelstan. Was sind wir hier gelandet? Hier sind ein paar Gegner. Hallöchen. Na komm. Nice. So, nice, nice, nice. Ja, damit. Ah, hier ist ein Eingang. Wo führt mich das hin? Ist das ein Krebs? Alter. Das sind ekelhafte Gewässer. Sehr, sehr schmierig. Digga, was ist hier alles? Holy shit. Oh mein Gott, verpiss dich. Lass mich hier durch. Da oben ist eine Brücke. Items ohne Ende. Ja, damit. Ja, damit. Arme Naritzfisch. So. Und guck mal, hier mal die nächste, das nächste Gebiet frei. So, tun wir erstmal kurz rasten. Sehr schön, dann wollen wir mal gucken. Konvertierter Traum.
Gelehrsamkeit sei mit euch. Kuckucksschimmerstein. Okay, krass. Keine Ahnung, was das soll, Digga. So, das ist halt. Wir werden dann später rausfinden, was wir damit machen können. Was bist du für ein Baum? Der erste heilige Baum, oder was? Das sieht aus wie ein Boss. Das ist ein Boss. Oh, du Hund. Der ist einfach ein Baumstamm, Digga, der kämpfen will. Ey, nicht korrekt. Hast du mal Bock drauf zu gehen, Kollege? Na komm. Den scheppern wir noch tot, sehr schön. Vorbei ist mit dir, Junge. Himmelblaue Kristallträne. Geil. Und gesprungene Kristallträne. Interesting. Very interesting. Was ist das hier für ein Baum? Warum ist es so besonders? Lass dich mal hier umgucken. Warte mal, was ist das für ein Baum? Was kann der? Was soll die Scheiße? Warum ist er so gesichert? Weil es einfach nur ein Baum, der einfach so da ist. Das sind hier irgendwelche. Materialien oder so? Oder ist es einfach nur ein Baum? Ich glaube, es ist einfach nur ein Baum, oder? Ein Baum ist ein Baum. Das aber angezeigt ist als ein Baum. Scheint wohl was Wichtiges zu sein. Hm. Ja, finden wir dann wahrscheinlich auch später heraus. Geht's ja sonst noch irgendwo weiter? Scheinend nicht. Okay. Aber wir haben den Baum mal entdeckt, dann würde ich sagen, soll das erstmal gewesen sein mit dem Baum. Dann hier das ist die ganze verwunschene Pisswald. Hier können wir uns rüber teleportieren, wenn ich möchte. Hier, das ist das Anfangsgebiet. Aber geht's hier irgendwo weiter runter? Ich glaube ja, ne? Ja, lass mal hier ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir was Schönes. Guck mal, was ist das für ein Luftballon? Siehst du das? Was ist das? Was ist das denn für ein Luftballon? Sechs goldene Runen, geil. Was geht, Jungs? Alles fit im Schritt? Ich hoffe doch natürlich. Hier ist der nächste Baum. Wie viele Bäume sind hier, Dicker? Was ist das? Ein Riesengebirge. Boah, es ist so episch. Es ist schon fucking episch, muss man ehrlich sagen. Perfekt. Das ist, glaube ich, irgendwas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Der macht fucking ernst. Der macht ernst. Hab ich erwähnt, dass er ernst macht? Ich glaube, der macht sehr ernst. Jetzt ist auch der Gnade. War ja nicht weit. Aber der Bruder ist böse. Genau. Kommen wir hier nochmal runter. Und uns unsere Gnade holen, beziehungsweise unsere Runen. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der mich so abnimmt. Das ist echt ehrlich. Der Bruder ist schon... Der hat schon was auf dem Kasten. So. Kein Problem, machen wir das Ganze nochmal. Jetzt können wir natürlich besser vorbereitet in die Sache. Willst du mich rollen? Bleib doch hier, Cousin. Was ist das für eine Scheiße? Oh mein Gott. Verpiss dich. So, wer bist du? Wer bist du? Was bist du? Er lässt kein Item fallen? Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Holzkopf, Alter? Bye. Okay, let's go. Was ist das denn? Warte, kann ich da was irgendwas aktivieren? Nee, kann ich nicht, okay. Na, ist schon eine geile Welt. Also muss man sagen, das ist super malerisch. Guck dir das an. Das ist super malerisch, das ist unglaublich atmosphärisch auch. Er hat eine ganz, ganz eigene, spezielle Atmosphäre. Es ist schon... Hellring ist schon was Besonderes. Auf jeden Fall. Bisschen Stein. Kranke Scheiß, 38 Minuten ist okay. Goldene Runen. Okay, schauen wir mal nach hier. Oh Gott. Irgendwas Fettes. Berg, verpiss dich. Das ist der Eingang, okay. Ihr mächtigen Ritterficker. Warte. Warte, bevor ich hier irgendwas mache. Aber hier erstmal was zum Checkpointen. Das ist ganz wichtig, so. Aber ich glaube, um hier reinzukommen, brauche ich was Spezielles. Karte des Treffpunkts. Ihr habt eine einfache Karte gefunden, okay. Ohne einen Schimmersteinschlüssel kommt ihr nicht weiter. Ein Schimmersteinschlüssel, okay. Verstehe ich. Dann gucken wir uns mal ein bisschen in der Burg um, würde ich sagen, ne? Was geht, Jungs? Oh mein Gott. Oh, lalalalalalalala. Warte, ich wurde angeschossen von hinten. Oh, ihr Hunde. Ich muss gerade Bolzen. Ja, ich weiß.
Kuckuck Schimmerstein. So. Dann du Kelb. Ey. Ja, Seleme. Na, ist ja ganz toll. Verpiss dich. Was machst du da? So. Scheiße. Aber die Timings muss ich noch üben. Okay. Eine Armbrust, geil. Nulla die Waldfee. Ist hier irgendwo ein Eingang? Nö, hier ist eine Brücke. Was ist das? Okay. Metze und alle. Metze und der. Aha. But all you need to. Pretty. Der, die Alte ist. Der, die Alte ist aber maximal, Bruder. Maximal geschädigt. Okay. Was geht ab? Alles frisch? So, perfekt. Ja, sonst ist hier bis jetzt in dem Gebiet nicht so viel. Und ey, du Penner, Junge. Ich fick dich. Und so, sehr schön. Perfekt. Okay, sonst ist hier, glaube ich. Ich glaube aber echt nicht so viel, ne? Außer dieses eine Tor, wo wir noch nicht durch können. Ist ja. Ey, fick dich. Ist hier, glaube ich, echt nicht so viel. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Auf jeden Fall haben wir uns mal diese Stelle jetzt gemerkt. Ja, genau, das ist halt, wie gesagt, das Tor. Da können wir jetzt noch nicht durch. Der Baum ist aber auf einem anderen. Ist aber am Arsch der Welt, Alter. Das ist ein ordentlicher Bogen. Ja, du musst halt erstmal rausfinden, so, wo du überhaupt hin musst. Das ist das Geile. Das ist das Wilde, du. Spielen wir noch ein bisschen drüber, noch ein bisschen erkunden und dann tue ich mich auf jeden Fall mal ein bisschen ranmachen an die Recherche. Und gucke, wo ich die ganzen geilen Sachen bekomme. Da habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Was haben wir hier Schönes? Was ist hier alles? Nicht viel, ne? Oh fuck, Alter.
ist 6.13 Uhr schon, shit. Hier ist eine Brücke. Sorry, ich will dich nicht stören, alles cool. Wo geht's hier hoch? Yes. Korrekt. So, nochmal ein Ding. Das lass ich mal kurz gucken, Digga. Okay, wir haben jetzt hier ein bisschen was erkundet. Wir haben... Interessant. Sehr interessant. Mal gucken, was wir hier noch auf dem Weg so finden. Was bist du? Du siehst interessant aus. Okay. Wahrscheinlich einer dieser Geister oder sowas. Ah, das ist hier, ja, Selemi. Dass ich kämpfe, nicht kriege, die nicht mir gehören, dementsprechend pisse ich mich von ihr. Hier haben wir aber nochmal einen Checkpoint. Lass die sich bekämpfen, Junge, das ist nicht mein Gebiet. Da will ich mich mal hier ein bisschen umgucken, was finden wir hier. Wild. Oh mein Gott, ey, du Hund. Asi, Mann. Na, was bewachst du da oben? Was ist so wertvoll? Komm, zeig mal. Zeig mal, Cousin. Okay, korrekt. Dann können wir die alle abgeben später. Jetzt hier hoch. Jetzt hier. Mieser Kelp, verpiss dich. Schimmelklingenstab, Alter. Das hört sich wild an. Ich glaube, das ist ein Zauberstab. Ist wild. Lack, ihr seid richtige Basics, wisst ihr das? Ich lasse euch doch in Ruhe. Warum zum Teufel wollt ihr Schlüssel nehmen? Warum? Das ist das Problem. Ja, die kommen die ganze Zeit, kann das sein? Goldenen Rune, so. Dann, ja, das ist das eine. Warte, zünden wir mal hier das Ding wieder an. Lass mal gucken, was da vorne ist. Bin mal gespannt. Wir haben noch ein paar Minütchen. Da unten sind ein paar komische Wesen. Wir haben schon aber relativ viel. Entdeckt, ne? Also wir begeben uns. Ah, guck mal, wir sind jetzt sozusagen von hier gekommen. Jetzt gehen wir wieder in der Richtung. Ah, okay, verstehe. Ja, wild. Ja, lass mal duschen hier. Was geht ab, Jungs? Hoffe, euch geht's gut. Alles paletti maletti. Guck mal, das ist eine riesige Burg, Alter. Was könnte dahinter sein? Lass mich in Ruhe, Hunde. Da haben wir noch was.
So. Ich glaube, ich muss von anderer Seite, ne? Scheint mir so. Es ist auch nochmal ein neues Gebiet. Der, wie ist das? Das ist so prall gefüllt, Alter. Das ist krass. Boah, ich habe irgendwie... die Befürchtung, dass es hier nicht weitergeht. Umso wie ich es befürchte, entspricht es auch der Wahrheit. So, dann gucken wir mal aber von der anderen Seite mal nach links, ob da irgendwas ist. Oder vielleicht ein Eingang zu diesem Gebirge. Ah, guck mal da, siehst du das? Das sind so Jump-and-Run-Passagen. Das kann ich noch nicht reachen. Oh shit. Das hätte böse sein können. Nein, 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 nein. Bist du behindert? Was machst du denn, Habibi? Och nee. Scheiße. Egal. Es war nicht schlau. Na, guck mal. Ich glaube, ich mach das lieber ohne Pferd. Genau. Richtig, geht doch. Na, geht doch, na, geht doch. Jetzt bin ich wieder hier unten. Gib mir hier sozusagen... Warum kann ich nicht dingsen? Jetzt. Jetzt bin ich sozusagen im Kreis gelaufen. So ein bisschen. Guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Okay, verstehe. Dann, was will ich zu dem Feuer geben? Bin ich dann wieder zum ersten Feuer? In der Theorie? Schauen wir mal nach. Ja, ich glaube schon, oder? Ah, fuck, ich hab keinen mehr. Okay, ne, jetzt bin ich aber, wie gesagt, im Anfangsraum wieder drin. Also, wo wir das Spiel startet haben in der letzten Folge. Interesting. So, aber geht weit nach oben, ne? Na komm. Okay, okay, alles klar. Aber trotzdem viel gesehen, haben wir ein bisschen was von der Karte aufgedeckt, haben wir ein bisschen erkundet. Ist schon eine gute Erfolge auf jeden Fall gewesen. Bis man herausfindet, wo was ist, ne? Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Dann gucke ich jetzt, dass ich die guten Sachen besorge und dann geht es auf jeden Fall weiter in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich dann, bis dann, checkt die Beats für die Zwiebeln und haut rein.